Hi Leute, hier ist ModMaker 363 und jetzt mache ich ein neues Video über mein neues Mock. Das ist eine Basis auf Naboo und das ist für den Contest von My Star Wars Fan 98. Ja. Ja, erstmal zur Story. Ja, wie ihr seht, das ist so eine Basis, die so in zwei Hälften eingeteilt ist. Und in der die eine Hälfte, da wurde ja da hat ein Hyänenbomber das Dach aufgesprengt und dabei ist halt die halbe Basis zerstört worden und die Druiden versuchen halt jetzt den Rest der Basis zu übernehmen. Ja, und die 212. die hilft halt bei dieser Verteidigung mit und die ist auch hauptsächlich am Kampf beteiligt. Ja, fangen wir erstmal mit dem Schlachtfeld an. Also ich habe hier so Bäume außen dann hingestellt und ja, hat ganz viele Pflanzen auf dem ganzen Schlachtfeld verteilt. Ah ja, falls es euch schon aufgefallen ist, ich habe jetzt so einen kleinen Tisch bekommen. Ich werde aber noch einen großen bekommen, wo ich dann noch richtig große Mocks drauf bauen kann. Also macht euch da keine Sorgen, dass jetzt nur noch so kleine Sachen kommen. Aber ja, ich bin schon froh, dass ich wenigstens mal einen Tisch habe. Ja, also jetzt geht's weiter. Dann an diese zerstörte Hälfte der Basis wurde dann so eine Kanone dran gebaut. Da steht auch hinten so ein Pult, was das halt steuert. Und dann halt dieser Generator und die Kanone. Die Kanone, die war halt eine Gefahr für die Droiden und deswegen wurde die von dem Watcher Droid zerstört. Ja, und die brennt jetzt halt. Ja. Ja, dann hier vorne. Da ist halt Obi-Wan, der gerade gegen ein Druiden kämpft und der ihn hat jetzt gerade mit seinem Lichtschwert gekillt hat oder zerstört hat und der halt jetzt gerade nach hinten fällt. Ja, da ist ein toter 212. Legion Trooper oder halt Bomb Squad. Ich nehme den als 212. Legion Trooper. Dann so halt auf dem ganzen Schlachtfeld Superkampfdruiden und Normalkampfdruiden verteilt. Dann, was ich ganz cool gemacht finde, ja, hier ist ein Druide, der wurde halt abgetroffen. Also hat einen Headshot bekommen von dem Scharfschützen da oben. Das ist der Custom Airborne Trooper, den ich als 212. Airborne Trooper, den ich bei einem Contest gewonnen habe. Plus, ja, ich habe dann halt dieses coole Scharfschützengewehr genommen. Habe ich ja von The Build 1001 bekommen. Also geliehen, also Abo-Empfehlung an ihn. Ist ein richtig cooler Typ und so. Gute Mocs und ja. Ja, und da oben neben dem Airborne Trooper liegt noch so ein Fernglas. Zum Schauen, ob noch Druiden nachrücken. Ja, was ja meistens so der Fall ist. Ja, also da vorne sind dann noch Büsche. Dahinter versteckt sich ein 212. Trooper. Der läuft gerade auf den zu und hat den dann halt abgeschossen. Dieser wird gerade getroffen von dem. Ja, und der kippt jetzt halt so nach hinten. Ja, hier vorne, wo dann halt diese Kanone explodiert ist, da liegt auch ein Droide vor. Und dahinter ist halt noch so ein Trooper. Jetzt schießt halt auch hier rüber auf den Superkampfdroiden zum Beispiel. Ja, ja, da liegt dann halt noch ein toter Droide, ach, ein toter Klon und ein kaputter Droide. So wie hier vorne auch. Und halt über so Blätter auf dem Boden von irgendwelchen Bäumen oder halt Pflanzen. Ja. Ja, da vorne in diesem Gebüsch, da liegt ein kaputter Droide. Der ist da reingefallen, wo er getroffen wurde. Der liegt jetzt halt da drin. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit dem Äußeren. Jetzt müssen wir noch zu dem hier hinten kommen. Also hier steht noch ein Airborne Trooper, der 212. mit einer Minigun und schießt halt hier auf die Kommandodruiden. Der eine hatte sein Schild noch nicht hochgefahren und deswegen wurde er getroffen und der da hat sein Energieschild an und versucht sich halt dahinter zu verstecken oder halt, dass er nicht getroffen wird. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem zerstörten Teil der Basis. Also wie ihr seht, überall so Flammen, alles brennt und ja, es ist halt richtig stark getroffen worden. Seht ihr ja so den Unterschied von den anderen Basis, also es ist sehr zerstört. Es ist halt alles Absicht und dann habe ich halt so Teile da reingelegt.
die so ein bisschen das Dach zeigen sollen oder ein Teil von dem Dach, was noch so übergeblieben ist. Ja, kommen wir hierzu. Also die Kommandodruiden, die gehen halt gerade über die Mauer. Da vorne, der klettert rüber, der hat seine Waffe hinten am Rücken befestigt. Ja, da vorne in der Ecke steht da die Kiste. Die wurde halt ein bisschen verschüttet, genau wie diese anderen Sachen, die hier so überall rumliegen. So Waffen und so. Waffenkisten umgestürzt. Ja, und da so von der Seite zu der führt so ein kleiner Steg in der Luft. Den kann man auch vorne ganz gut erkennen. Da sind halt so Scheiben drin und das Republikzeichen mit so einer Abrundung. Ja, sind halt hier drin so ein paar Kisten und so, die umgestoßen worden sind von der Explosion. Und ein paar tote Klone. Da zum Beispiel so ein Mediziner. Ja. Ja, dann kommen wir zum heilen Teil der Basis. Also erstmal oben, ja, da sind so Leitungen. Da hinten ist so eine Lüftungsschacht. Und hier so Antennen. Dann diese Hauptantenne für die Sequenzen und so. Ja. Dann nehme ich mal das Dach ab. Einen Moment. So. Ja, also das ist die so gesehen die Kommandozentrale der ganzen Basis. Das eine ist halt so der Lagerraum. Ja. Ja, hier in diesem Kommandozentrum, also sind viele Computer, die auch besetzt sind von Klonen. Ja, mein Admiral, ja, der schaut halt den Klon über den Rücken und so. Ja, der steht auch in so einem großen Computer. Dann können die Klone ja da durchgehen, um an die andere Seite zu kommen, der Basis. Ja, ja, da steht dann so ein Holotisch mit dem Schlachtplan. Da ist ein Computer, um diese beiden Tische zu steuern. Der eine ist defekt, der wird gerade repariert von diesen beiden Technikern. Der eine hat so ein Schweißgerät. Ja, und da ist dieser andere Arztklon. Der hat halt diese Explosion mitbekommen und sagt dann jetzt, dass die Kommandodruiden kommen und deswegen sollen die Klone da hinten helfen, um die Kommandodruiden davon wegzuhalten, dass sie in den Kommandoteilbereich kommen. Ja. Ja, wenn er von vorne nochmal guckt, ich habe so außen diese runden Platten angebracht. Ja, fand ich so fürs Detail so ein bisschen. Ja. Ich mache jetzt nochmal eben das Dach drauf. Und ihr nochmal das Ganze seht, wenn es geschlossen ist. Also das war jetzt die Einsendung in den Contest von Meisterhaus für 98. Ich hoffe, das Mock hat euch gefallen. Ja, ich versuche jetzt mal jede Woche einen Mock zu bauen, weil ich noch ein paar Contests in die jetzt in der zweiten Runde sind, muss ich noch ein paar Mocks bauen. Und ja, Abo-Empfehlungen an Lego Star Wars Weeks 3, Sibylle 1001, Linkstar 8 und die ganzen vielen anderen DK Productions, AOL Punker bin ich ja noch was schuldig. Ja, sein Contestpreis, also Punker nochmal, aber Empfehlung an ihn. Und ja, das war's jetzt. Ja, also Lego Daniel auch noch natürlich. Also Lego Daniel 1997. Ja, also das war's jetzt. Ja, abonniert, bewertet und kommentiert. Und schaut auch nochmal auf dem Kanal von Lego Star Wars Freak 33 und mir rein. Ja, also LSW Freak 363 ist halt so eine Mischung aus unserem Namen. Also auch Abo-Empfehlung an, so gesehen, uns. Und ja, also da werden auch bald vielleicht mal ein Video kommen. Wenn ich jetzt ein neues Set bekomme oder eher, dann wird das wohl klar. Ja, jetzt war es das aber wirklich. Danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Video.